Mittwoch. Mittwoch? Moment. Mittwoch und er redet? Das kann nur eins bedeuten. Es ist wieder alles anders. Oh Gott, es nervt langsam. Also, ihr habt so oft geschrieben, bitte, 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 rede doch in deinen Projekten. Dass wir es jetzt mal probieren. Schöne Aufnahmen mitreden. Ein Experiment. Und ein schönes Experiment, denn wir bauen heute etwas sehr Cooles. Vielleicht kennt ihr diese japanischen Werkzeugkisten. Sowas in der Art bauen wir heute. Und ich will gar nicht so ewig lange erzählen. Wir fangen jetzt direkt mal an mit Auftrennen, Aushobeln und so weiter und so fort. Schauen wir, wie weit wir kommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Patsch! Achso, ich muss ja los. Ups, ja, gut. Jetzt hatte ich kurz selber vergessen, dass wir einen wieder back to the basics wollten, back to the roots. Jetzt habe ich schon ein bisschen zu viel gemacht. Also, das ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, denn was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe Teile zugeschnitten, ausgehobelt und ich habe schon die durchgestemmten gemacht. Das ist tatsächlich eine Verbindung, die ich sehr schwierig finde, die mir auch beim Meisterstück fast die meisten Kopfzerbrechen, das meiste Kopfzerbrechen bereitet hat. Es hat heute schon viel besser geklappt. Ihr habt auf jeden Fall ja gesehen, wie ich es gemacht habe. Ich habe jetzt natürlich nichts dazu erklärt. Aber dadurch, dass wir jetzt ja nicht mehr sonntags über die Projekte vom Mittwoch sprechen, können wir sonntags ja auch über Updates sprechen oder vielleicht auch mal jeden zweiten Sonntag uns eine Verbindung anschauen. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet, dann schreibt das doch einmal unten in die Kommentare, weil dann könnten wir uns die durchgestemmten einfach mal an so einem Sonntag angucken, weil es ist auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger, aber eine sehr schöne Verbindung, wie ich finde, vor allen Dingen, wenn man die hier so ein bisschen überstehen lässt, dann gibt das dem Ganzen so ein bisschen so eine kleine Dreidimensionalität nochmal, ist nicht alles so flach. So, jetzt noch drei Worte zu der Werkzeugkiste an sich. Also wir sehen schon mal, dass wir jetzt
eine Kiste haben und wir haben auch schon einen Boden, den haben wir vorhin gleich mit ausgehobelt und gleich zugeschnitten. Der hat ja die gleiche Länge wie die Seitenteile, das ist also relativ einfach. Der Trick ist jetzt, ich habe den ein bisschen breiter gelassen. Das sehen wir nachher, wenn ich ihn verleimt habe. Das heißt, wir können ihn am Ende auf einer Seite einfach bündig hobeln. Alle anderen drei Seiten sollten dann schon genau passen. Zumindest sofern unsere Kiste halbwegs quadratisch ist, also die Winkel halbwegs stimmen. Und wenn man hier so fühlt, dann ist das auch so. Also das ist schon ganz cool. Jetzt könnte ich euch erzählen, was in diese Kiste kommt, mache ich aber nicht. Als allererstes werde ich jetzt den Boden verleimen. Den leimen wir einfach stumpf darunter. Das ist alles Längsholz. Das wird halten wie Sau. Und danach, wenn ich das gemacht habe, das machen wir da vorne am Tisch, quatschen wir gleich über das nächste Teil, was hier oben drauf kommt. Aber erstmal leimen wir jetzt den Boden fest, denn das ist das, was wir machen wollen. Wenn ihr den nicht nur stumpf verleimen wollt, ihr könnt ihn auch schrauben, ihr könnt ihn nageln, könnt ein Domino reinhauen. Ich mach's nicht. Diese Kiste bleibt komplett ohne Metall. Eine schöne Holzkiste. So, dann nehme ich mein Glühbottchen noch mit. Und auf los geht's los. Jetzt haben wir den Boden festgeklebt. Ihr habt schon gesehen, ich habe ihn mit dem Hobel schön plan gehobelt und dann mit der Ziehklinge das Ganze schön glatt gemacht. Und das beantwortet auch so ein bisschen eine der Fragen, die unter dem Ziehklingen-Video immer wieder kamen oder die ich da auch schon versucht habe zu beantworten. Also die Kombination aus Hobel und Ziehklinge, die macht das Ganze richtig gut. So könnte man diese Frage beantworten, die nämlich da wäre, ersetzt eine Ziehklinge ein Hobel? Und die Antwort ist nein. Jetzt müssen wir uns langsam um den Mechanismus zum Schließen und Öffnen der Truhe hier oder Kiste, wie auch immer, kümmern. Das heißt, wir kleben jetzt erstmal diese zwei Blöcke hier fest. Die haben wir auch schon ganz am Anfang mit ausgehobelt und einfach nur auf Maß geschnitten. Das haben wir eben gerade an der Bandsäge gemacht. Da haben wir sie einfach einmal in der Mitte durchgeschnitten. Freihand Keile an der Formatkreissäge sägen. Das ist, glaube ich, das Gruseligste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Das möchte ich in meinem Leben auch nie wieder sehen, wenn ich ehrlich bin. Denn ich habe es jetzt schon zweimal gesehen und es war beide Male grauenhaft. Wir machen das also nicht mit der Formatkreissäge, auch wenn das mit Fritz und Franz sehr sicher gehen würde. Wir machen es einfach von Hand, würde ich sagen. Das heißt, wir zeichnen uns jetzt einfach, das muss nicht perfekt sein, eine Linie hier drauf, wo wir sagen, so soll mein Keil ungefähr aussehen. Wie gesagt, das ist mehr oder weniger völlig egal, wie das aussieht. Es soll einfach nur ein Keil sein, der sich verkeilen kann. Also macht da keine Raketenwissenschaft draus, wenn es geht. Bumm, so. Jetzt haben wir einen großen Keil und einen kleinen Keil. Jetzt nehmen wir die tolle Säge. Diese hier, meine Lieblingssäge, die Bakuma-Säge, die ich euch auch netterweise unten jetzt verlinkt habe. Ich weiß, ich hatte ja jetzt seit kurzem eine Werkzeugliste und ich habe ungefähr gleich 40 Mails bekommen, so nach dem Motto, du Arschloch, warum hast du die Bakuma-Säge da nicht drin? Okay, alles gut, hier, sie ist jetzt drin. Ich habe ja doch ein bisschen mehr Werkzeug, deswegen dauert es einfach ein bisschen. Kleiner Tipp am Rande, wir werden uns
in nicht allzu weiter Zukunft ein paar andere Sägen anschauen. Denn ich habe ja noch die Z-Saw und da gibt es auch sehr schöne Sägen von. Habe ich mir bestellt, die kommen aber aus Japan. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert. Dann gucken wir uns aber auch noch mal ein paar andere Sägen an. Jetzt nehmen wir aber die schön grobe Seite und fliegen hier einfach einmal durch. Los geht's. Das Arbeiten mit Holz ist ein Prozess von, ich nehme ganz viel Holz weg und dann klebe ich wieder ganz viel Holz zusammen. Und dann nehme ich wieder was weg und klebe ein neues Stück Holz dran. Und dieses Projekt zeigt mir das irgendwie mehr als alle anderen, weil wir gefühlt nur Teile aufeinander kleben. Aber genau das ist eigentlich auch das Coole bei dem Projekt. Man hat bei diesen japanischen Werkzeugkisten die Möglichkeit, das super simpel zu machen, weil man nicht eine einzige Hirnholzverleimung hat. Und man hat aber auch die Möglichkeit, nach oben hin wirklich alles auszureizen. Das heißt, durchgestemmte ist eigentlich schon ein sehr cooler Anfang, aber es gibt natürlich 1 Million verschiedene Varianten. Und was besonders cool wird, aber das sehen wir dann erst nächste Woche, ist, was man in so einer Kiste noch machen kann. Das heißt, das ist schon mal so ein kleiner Ausblick auf nächste Woche, denn sonst wird das Video ein bisschen zu lang. Heute bauen wir auf jeden Fall den Korpus fertig. Dafür müssen wir jetzt aber wieder auf diesen Deckel warten. Und deswegen kam ich zu meiner anfänglichen Idee zu sagen, Mensch, irgendwie nimmt man immer was weg und klebt wieder was dran. Und tja, wenn man was dran klebt, muss man ständig warten. Also wenn ich am Ende des Videos ungefähr so ein Bart habe, dann ist das kein Wunder. Aber eine Sache fällt mir noch ein, in eigener Sache. Wir haben Tonprobleme und zwar immer noch, nach wie vor. Wir haben jetzt das Mikrofon ausgetauscht, das Mikrofonkabel ausgetauscht und das Kabel vom Empfänger zur Kamera. Trotzdem knackt es. Wenn da draußen jemand Profi für Audiotechnik ist, dann bitte schreibt mir. Einer von euch hat mir schon mal geschrieben. Ich habe dir auch geantwortet, aber in der Flut meiner E-Mails bist du verloren gegangen. Hilfe, bitte komm zurück. Hilf uns. Also, ich trinke jetzt einen Kaffee. Dafür muss ich allerdings nach Hause gehen und dann komme ich wieder. Dann machen wir den Deckel fertig und dann schauen wir uns mal an, was wir eigentlich jetzt in diesem Riesenprozess Schönes gebaut haben. Also, bis gleich. Jetzt kommt der spaßige Part. Ich habe ja gesagt, dass ich euch zeige, wie der Mechanismus funktioniert. Das zeige ich euch auch, aber ich erkläre es euch nicht. Denn wer das nachbaut, der soll ja auch ein bisschen Spaß haben. Und zumindest diesen letzten Schritt könnt ihr sehr cool selber rausfinden. Es macht auch auf jeden Fall Spaß, wenn man so ein kleines Erfolgserlebnis hat, indem man merkt, oh geil, ich weiß selber, wie es funktioniert. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie unsere Kiste, also erstmal sieht sie jetzt ja so aus. Und wir können sie natürlich jetzt auch zumachen, indem wir unseren Deckel nehmen, der sehr, sehr schön passt. Boom. So, jetzt, da wackelt nichts, unsere Kiste ist zu und wir können unsere Kiste natürlich auch wieder aufmachen. Tada! Das ist unsere super schöne japanische Werkzeugkiste. Und wie ich schon gesagt habe, da passt jetzt natürlich einiges rein. Ich nehme mal ein Stecheisen zum Vergleich. Da passen auf jeden Fall mindestens 2 hintereinander rein. Das heißt, hier ist wirklich Platz für richtig viele coole Werkzeuge. Zum Beispiel ein cooles Werkzeug, was ihr heute gesehen habt,
was im Moment hier in der Kiste hinter mir ist. Dieser schöne Hobel, der perfekt ist, um solche, in dem Fall ist es ja keine Nut, es ist auch keine Feder. Naja, um solche Verbindungen und Effekte? Es ist wohl mal wieder so, ich sollte gleich Feierabend machen. Also was ich sagen wollte, ist einfach nur, so ein Hobel ist natürlich perfekt, um solche Sachen nachzuarbeiten. Denn hier an der linken Seite war es am Anfang so, dass das Ganze doch ein bisschen sehr eng saß. Jetzt ist es perfekt und das habe ich halt super schön hiermit nacharbeiten können. Das ist also ein Hobel, der an einer Seite bündig raushobeln kann. Man könnte ihn eventuell Sims-Hobel nennen. Muss man aber nicht, nennt ihn wie ihr wollt, ist mir eigentlich auch egal. Dieser Hobel ist dafür perfekt. Eventuell überlege ich auf kurz oder lang, diese ganzen kleinen japanischen Hobel, die ich habe, einfach hier rein zu tun. Manche passen nämlich genau hochkant da rein. Oder man legt sie einfach so rein, ich weiß es nicht. Ich muss noch mal gucken. Wie gesagt, das Ausbauen, das ist das in das nächste Video, weil ich glaube, da einfach nur Sachen reinzuschmeißen, wie ich das in vielen anderen YouTube-Videos sehe, die solche Kisten bauen, dass man dann am Ende irgendwie so eine Säge reinschmeißt und die Stecheisen, das ist nicht sehr liebevoll irgendwie. Das kriegen wir besser hin, aber das machen wir nächste Woche. Paff, ich hoffe, dass euch das Video erstmal gefallen hat. Ich hoffe vor allen Dingen, dass ihr euch freut, dass ihr bekommt, was ihr wollt. Nämlich, dass ich in dem Projekt wieder rede. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht mir doch auch sehr viel Spaß. Also die kleine Pause im Nichtreden in den Projekten war vielleicht ganz gut. Hat mir gut getan. Jetzt rede ich wieder und versuche euch alles möglichst viel zu erklären. Heute war es natürlich so, dass wir einen kleinen Teil irgendwie übersprungen haben, weil ich es dann doch vergessen hatte. Aber wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir uns Verbindungen und solche Sachen wirklich en Detail nochmal angucken, dann schreibt das einfach unten in die Kommentare, weil dann machen wir das. Dann können wir nämlich solche Sachen auch so ein bisschen ausgliedern, dass man bei den Projekten vielleicht schaut, dass man das in mehrere Teile aufteilt, um sich genau solche Sachen wie die durchgestemmten wirklich detailliert mal anzugucken, auch zu hören, was vielleicht mein Tipp dafür ist, wie man das Ganze sauber hinbekommt. Oder auch, was auch ganz wichtig ist, wo natürlich alle Tischler immer behaupten, nö, repariert wird nichts. Ja, komm, das ist Quatsch. Das, was man auch zeigen kann, ist einfach, was mache ich, wenn ich Scheiße gebaut habe, wenn es nicht passt? Wie kann ich das reparieren, wenn es ausgerissen ist oder es einfach Luft hat? Denn warum sollen wir das nicht machen? Das passiert jedem Mal, das ist völlig normal. Es muss nur einen geben, der es auch sagt. Und ich bin offen, ich sage sowas gerne. In dem Fall ist jetzt nicht so rasend viel schief gegangen, wo ich selber überrascht bin, weil die durchgestemmten, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, eigentlich beim Meisterstück das waren, wo ich wirklich Rotz und Wasser hätte heulen können, wenn ich so ein Typ wäre, der das macht. Bin ich aber nicht. Jetzt ist das Video zu Ende. Mittwoch, wir haben ganz viel geredet, wir reden auch am Freitag wieder und am Sonntag auch. Was wir am Freitag machen, tja, müsst ihr am Freitag gucken. Und jetzt nehme ich meine Kiste, stelle sie irgendwo hin und gehe nach Hause. Tschüss. Tschüss. Abonnieren. Tschüss.